Alle Selbstständigen in Deutschland müssen Buchhaltung machen. Doch warum machen wir diese Buchhaltung eigentlich? Naja, in den allermeisten Fällen geht es darum, einen Gewinn für ein Jahr zu ermitteln, um diesen Gewinn dann in die Steuererklärung zu schreiben und darauf dann Steuern zu zahlen. Das ist in den allermeisten Fällen der Hauptgrund, überhaupt seine Buchhaltung zu machen. Es gibt auch noch so ein paar andere Gründe, beispielsweise wenn du eine Wohnung mieten möchtest, dann möchte dein zukünftiger Vermieter wissen, wie viel du denn so verdienst. Und da du als Selbstständiger keine Gehaltsabrechnungen hast, zeigst du dann halt deine Gewinnermittlung. Das heißt auch das Resultat deiner Buchhaltung. Das gleiche gilt natürlich, wenn du zu einer Bank gehst und eine Finanzierung für ein Haus oder auch für irgendwas anderes möchtest. Auch da musst du dein Einkommen nachweisen. Aber in den allermeisten Fällen geht es doch irgendwie um die Steuer. Und bei der Buchhaltung gibt es zwei unterschiedliche Arten, wie man das Ganze machen kann. Einmal die einfache Buchhaltung. Die heißt nicht einfache Buchhaltung, weil sie besonders einfach ist. Auch wenn sie einfacher ist als die andere Art der Buchhaltung. Die einfache Buchhaltung heißt einfache Buchhaltung, weil man ja jeden Geschäftsvorfall, jede Transaktion nur ein einziges Mal betrachtet. Das heißt, da gibt es eigentlich nur Geld rein oder Geld raus. Man schaut da eigentlich nur auf die Geldflüsse. Diese Art von Buchhaltung heißt Einnahmenüberschussrechnung. Oder kurz EÜR. Und das machen auch ehrlicherweise die meisten Einzelunternehmer und wäre auch meine Empfehlung, wenn du das so machen kannst, dann solltest du das auch so machen. Die etwas kompliziertere Art der Buchhaltung heißt nicht komplizierte Buchhaltung, sondern doppelte Buchhaltung. Dann erstellst du immer eine Bilanz und jeder Geschäftsvorfall hat bei einer Bilanzierung immer Einfluss auf zwei Bilanzpositionen. Das heißt, da wird alles doppelt erfasst. Da gibt es auch Forderungsbestände und Verbindlichkeitsbestände. Also wenn du beispielsweise ein Auto kaufst, dann hast du ein Anlagevermögen, dann hast du erstmal eine Verbindlichkeit dem Autohaus gegenüber und zwar in Höhe des Kaufpreises. Das heißt, du erstmal die Anschaffung und dann hast du die Bezahlung. Und dann gleichst du die Verbindlichkeit aus mit dem Kontostand. Das heißt, es gibt da mehrere Transaktionen und es gibt sowas wie Forderungs- und Verbindlichkeitsbestände. Das gibt es tatsächlich bei der Einnahmenüberschussrechnung gar nicht. Also es gibt keine Forderungen und Verbindlichkeiten, die steuerlich irgendwie relevant ist. Da guckt man einfach nur auf die Geldflüsse. Und das ist halt ein bisschen einfacher. Und deswegen wäre das auch meine Empfehlung, dass du das Ganze machst, wenn du das machen kannst. Kommen wir natürlich zu der Frage, wer kann das denn machen? Erstens alle Freiberufler. Also vollkommen unabhängig von deinen Umsätzen oder Gewinnen kannst du, wenn du Freiberufler bist, immer einen Einnahmenüberschuss machen, um deine Buchhaltung zu erledigen, um deinen Gewinn zu ermitteln. Die zweite Gruppe, also die Gewerbetreibenden, müssen immer auf den Gewinn und den Umsatz schauen. Als Gewerbetreibender kannst du eine Einnahmenüberschussrechnung machen, wenn dein Gewinn unter 60.000 Euro liegt und dein Umsatz unter 600.000 Euro pro Jahr. Die Grenze, die man so als Einzelunternehmen in der Regel als erstes erreicht, sind die 60.000 Euro Gewinn pro Jahr. Das ist nämlich gar nicht so wahnsinnig viel und es gibt eine ganze Reihe an Gewerbetreibenden, die über diesen 60.000 Euro Jahresgewinn liegen und das bedeutet dann immer automatisch, dass man keine Einnahmenüberschussrechnung mehr machen kann, sondern eine Bilanz erstellen muss mit einer Gewinnermittlung und die Gewinnermittlung in der Bilanz heißt dann Gewinn- und Verlustrechnung. Die funktioniert einfach so ein bisschen anders und ist ehrlicherweise auch mehr Aufwand. In diesem Video wollen wir uns mal genauer anschauen, wie eigentlich so eine Einnahmenüberschussrechnung aussieht und ich habe auch eine Excel-Vorlage für dich vorbereitet, die findest du auch kostenlos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, die kannst du einfach für dich aufrufen und für dich verwenden. Wichtiger Hinweis, wenn du dieses Dokument verwenden möchtest, dupliziere das Dokument bitte einmal und trage dann erst deine Zahlen rein. Dieses Dokument ist schreibgeschützt und zwar aus einem bestimmten Grund, weil wenn du da jetzt anfängst, deine Daten einzutragen, dann kann jeder, der dieses Dokument aufruft, halt deine Zahlen sehen. Und das möchte ich nicht, deswegen kopiere dieses Dokument einfach für dich, dann hast du deine Kopie, die gehört dann dir ganz allein und dann kannst du da reinschreiben, was du möchtest. Und mit diesen Worten würde ich sagen, dass wir einfach einmal auf meinen Bildschirm wechseln und wir gemeinsam einfach mal anschauen, wie so eine Einnahmenüberschussrechnung aussieht und wie du sie für dich ausfüllen kannst. Ja, herzlich willkommen auf meinem Bildschirm und in meiner Mustereinnahmenüberschussrechnung. Hier noch ein kleiner Hinweis, hier oben unter Datei kannst du das Ganze entweder herunterladen, dann hast du auch deine private Kopie oder aber du klickst hier einfach auf Kopie erstellen und dann kannst du damit auch selbst weiterarbeiten. Dieses Dokument ist aufgebaut wie eine Einnahmenüberschussrechnung, also genauer gesagt wie die Anlage EÜR, die du auch zum Beispiel bei Elster Online so eintragen kannst. Also das ist quasi das Finanzamt-Format und damit würde ich mal sagen, so das amtliche Format einer Einnahmenüberschussrechnung. Hier oben geht es um die ganzen Betriebseinnahmen, das heißt, welche Arten von Einnahmen kannst du eigentlich haben und hier im unteren Bereich geht es um alle möglichen Betriebsausgaben, die du haben kannst und dann ergibt sich daraus natürlich ein Gewinn. Das heißt, Einnahmen minus Ausgaben ist dein steuerpflichtiger Gewinn oder halt auch der steuerpflichtige Verlust. Und dann gibt es hier ganz unten noch so einen Bereich, der wird tatsächlich regelmäßig
regelmäßig vergessen, weil der auch für die Steuer irrelevant ist, aber du musst es tatsächlich aufzeichnen, und zwar deine Entnahmen und Einlagen, also deine Privatentnahmen und Privateinlagen. Ich habe zu dem ganzen Thema Privatentnahmen und Einlage übrigens auch schon mal ein separates, vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir gerne oben rechts. Schau da gerne einmal vorbei, damit du weißt, wie das Ganze eigentlich irgendwie berechnet wird. Gerade bei Sacheinnahmen und Sacheinlagen ist das Ganze gar nicht so einfach. Und dann haben wir unterschiedliche Spalten. Die erste Spalte sind die Elster-Nummern. Die habe ich einfach mal dazu geschrieben, falls du irgendwann einmal die Zahlen, die du hier ermittelst, irgendwann bei Elster eintragen möchtest. Vielleicht nutzt du dieses Dokument ja, um unterjährig irgendwie eine Übersicht über deine Einnahmen und Ausgaben zu haben, und am Jahresende möchtest du diese Zahlen gerne nutzen, um sie bei Elster Online zu übertragen. Und mit dieser Nummer weißt du dann ganz genau, wo du das Feld jeweils findest. Das heißt, wir schauen uns einfach mal die Position 26 an, also Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe. Das ist quasi so der Wareneinkauf, der hier erfasst wird. Und wenn wir bei Elster Online reinschauen, dann sieht das Ganze so aus. Hier steht nämlich Waren, Rohstoffe und Hilfsstoffe einschließlich der Nebenkosten, Feld 26. Das heißt, hier könntest du dann den entsprechenden Betrag einfach übertragen, und hier vorschreibst du dann halt sowas wie Wareneinkauf, also das, was es dann halt eigentlich ist. Das heißt, du kannst dieses Dokument, diese Vorlage tatsächlich dafür nehmen, um unterjährig dir einen Überblick zu verschaffen, um irgendwie ja, also deine Einnahmen und Ausgaben zu erfassen, um das dann einmal im Jahr, wenn du dir die Steuererklärung machst, einfach zu übertragen. Dann gibt es hier natürlich immer die jeweilige Bezeichnung. Da habe ich mich immer im Wesentlichen daran orientiert, wie das Finanzamt diese Positionen auch nennt. Ich habe das manchmal ein bisschen vereinfacht, weil das Finanzamt spricht nicht immer so, wie ein Mensch das auch verstehen würde. Deswegen habe ich das an Stellen, wo es möglich ist, dass Missverständnisse entstehen, da habe ich das Ganze ein bisschen einfacher formuliert, damit das einfach auch für normale Menschen verständlich ist. Und dann gibt es hier zwei Spalten, und zwar einmal die Jahreszahlen von diesem Jahr und einmal vom Vorjahr. Das ist ganz willkürlich. Du kannst natürlich auch noch weitere Spalten einfügen und die letzten 3 Jahre hier reinschreiben, damit du so ein bisschen so eine Entwicklung siehst und so weiter. Vielleicht denkst du dir jetzt auch, naja, Jahreszahlen bringen mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Manchmal ist das ja das, was man braucht. Aber unterjährig würde ich lieber sehen, wie sich das Ganze auf Monatssicht verhält. Gar kein Problem. Dafür habe ich einen zweiten Tab erstellt. Der sieht im Wesentlichen genauso aus wie der erste, ist aber tatsächlich eine Monatsansicht. Das heißt, dann könntest du hier beispielsweise die Januar-Einnahmen, Ausgaben eintragen, dann Februar und so weiter. Und in der Summe rechnet der das Ganze dann automatisch zusammen. Das heißt, wenn du unterjährig hier diese Zahlen einträgst, dann hast du hier jeweils die kumulierten Jahreszahlen. Und mit diesen Zahlen kannst du dann weiterrechnen oder die in Elster eintragen oder was auch immer du damit machen möchtest. Weil Vermieter beispielsweise, die wollen ja ganz häufig den Einkommensnachweis der letzten 3 Monate. Da brauchst du jetzt das Ganze nicht für ein Jahr machen, sondern dann kannst du einfach die letzten 3 Monate nehmen. Und natürlich kannst du das auch alles bearbeiten. Also nächstes Jahr kannst du dann 2024 reinschreiben oder 25 und was auch immer. Das heißt, du kannst damit machen, was du möchtest. Das ist der grobe Aufbau dieses Dokuments, und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir Schritt für Schritt durch die einzelnen Felder durchgehen. Ich möchte jetzt nicht an jeder einzelnen Position sagen, welche Kosten du da irgendwie absetzen kannst und wirklich jede einzelne Position in Gänze erklären. Du findest zu ganz, 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 ganz vielen Themen unten in der Videobeschreibung vertiefende Videos verlinkt. Wenn ich das jetzt hier alles erklären würde, dann dauert dieses Video ungelogen 6 Stunden. Und das will keiner von uns. Deswegen, wenn es einzelne Punkte gibt, die jetzt in diesem Video für dich interessant klingen, dann schau unten in der Videobeschreibung vorbei. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du ein passendes, vertiefendes Video dazu findest. Wenn das nicht der Fall sein sollte, findest du so ganz klein und versteckt unter diesem Video einen Kommentarbereich, und da darfst du mir gern deine Fragen reinschreiben. Ja, und dann versuche ich dir gerne in den Kommentaren zu antworten, oder ich nehme das Ganze dann einfach zum Anlass, ein weiteres vertiefendes Video aufzunehmen, in dem ich dann deine Frage oder den Sachverhalt nochmal ausführlich erkläre. Schauen wir uns erst einmal die Betriebseinnahmen an. Das Feld 14 ist relativ einfach. Da geht es um die umsatzsteuerpflichtigen Betriebseinnahmen. Das heißt, das sind einfach die Einnahmen, die du in einem Jahr hattest. Aber ein wichtiger Hinweis, hier geht es um die Nettobeträge. Hier steht zwar umsatzsteuerpflichtig, aber es sind die Nettobetriebseinnahmen. Also wenn du beispielsweise eine Rechnung über 1.000 Euro schreibst, dann muss hier 1.000 Euro stehen, und zwar nur netto, auch wenn deine Rechnungssumme 1.190 Euro ist. Aber vielleicht sind nicht alle deine Betriebseinnahmen auch umsatzsteuerpflichtig. Vielleicht hast du auch umsatzsteuerfreie Betriebseinnahmen. Oder aber vielleicht hast du auch Betriebseinnahmen, die gar nicht in Deutschland steuerpflichtig sind. Also zum Beispiel nach dem Reverse Charge Verfahren. Also du berätst beispielsweise ein Unternehmen in Österreich und damit schreibst
schreibst du eine Reverse-Charge-Rechnung, also eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Und dieser Umsatz ist dann steuerpflichtig in Österreich, das übernimmt dann aber dein Kunde. Also wir kennen den ganzen Fall so als Umkehr der Steuerschuld oder genauer gesagt § 13b. Und genau das steht hier auch. Das sind Betriebseinnahmen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Umsatzsteuergesetz schuldet. Diese Beträge schreibst du hier rein und natürlich auch da netto. Da ist ja brutto gleich netto. Aber die Umsatzsteuer gehört trotzdem auch zu den Betriebseinnahmen. Schließlich hast du sie ja auch bekommen. Und die schreibst du hier in das nächste Feld rein. Also das ist die gesamte Umsatzsteuer, die du von deinen Kunden bekommen hast und die du erhoben hast, die du dann später an das Finanzamt abgeführt hast. Aber erstmal war es ja eine Einnahme für dich und deswegen trägst du hier die gesamte Umsatzsteuerzahl ein von allen Umsätzen, die du da in diesem Zeitraum gemacht hast. Und dann könnte es ja durchaus sein, dass du in einigen Umsatzsteuervoranmeldungen eine Vorsteuererstattung hattest. Also beispielsweise, du machst deine Umsatzsteuervoranmeldung für den August, du hattest aber mehr Umsatzsteuer, die du geltend machen konntest, als Umsatzsteuer, die du von deinen Kunden bekommen hast. Das ist ja dann eine Vorsteuererstattung, die du von dem Finanzamt bekommen hast. Das heißt, das Finanzamt hat dir Umsatzsteuer überwiesen. Und auch diese Erstattungen musst du hier eintragen, und zwar hier in dieses Feld. Im nächsten Feld geht es um die Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen. Das heißt, wenn du beispielsweise deinen Schreibtisch verkauft hast, also du hast irgendwann mal einen Schreibtisch gekauft und jetzt magst du den nicht mehr und deswegen verkaufst du den. Und das Ganze ist ja dann keine normale Betriebseinnahme. Das ist halt die Veräußerung von Anlagevermögen. Ich glaube, noch häufiger als ein Schreibtisch ist wahrscheinlich ein Firmen-Kfz. Also, dass man sein Auto irgendwann gebraucht weiterverkauft, das ist ja relativ üblich. Das heißt, das wäre auch eine Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen. Das muss auch separat aufgeführt werden, weil es bestimmte Wahlrechte und Möglichkeiten gibt. Da sind Umsätze mit dem Anlagevermögen, die fallen raus aus der Kalkulation. Beispielsweise die Kleinunternehmerregelung, die kann man in Anspruch nehmen, bis 22.000 Euro. Aber da zählen tatsächlich die Umsätze aus der Veräußerung von Anlagevermögen nicht mit rein. Deswegen ist das separat und deswegen gibt es einen Unterschied zwischen Feld 14 und Feld 18. Was auch als Betriebseinnahme gilt und auch versteuert werden muss, ist die Nutzung des Firmen-Kfz. Und da ermittelst du den privaten Nutzungsanteil ja in der Regel mit der 1%-Methode oder Fahrtenbuchmethode. Das heißt, du ermittelst irgendwie, wie umfangreich war eigentlich die private Nutzung des betrieblichen Kfz. Und dann hast du einen Wert ermittelt. Hier auch wichtig, hier geht es um den Nettowert. Die Umsatzsteuer, die darauf entfällt, die trägst du auch hier in Feld 16 ein. Aber du hast einen Nettowert, beispielsweise 1% des Bruttolistenpreises. Diesen Betrag trägst du dann hier ein. Und natürlich ist das theoretisch das ganze Prinzip auch denkbar bei anderen Firmen, Equipment, Infrastruktur und so weiter. Das heißt, vielleicht entnimmst du ja sonstige Leistungen. Ich glaube, ein relativ einfaches Beispiel ist einfach der Handel. Also du hast einen Laden, vielleicht hast du einen Marktstand und gehst auf den Wochenmarkt und verkaufst Obst und Gemüse. Und dieses Obst und Gemüse nimmst du dir halt wöchentlich was raus, um deine Familie zu ernähren. Vollkommen normal, auch vollkommen okay. Aber tatsächlich musst du diese, in dem Fall, Sachentnahme ja auch versteuern. Weil du hast ja jetzt Betriebsvermögen entnommen. Und ja, das trägst du hier beispielsweise ein, weil das eine Entnahme ist. Und natürlich musst du das dann auch versteuern. All diese Positionen zusammen sind dann deine Betriebseinnahmen. Aber natürlich musst du nicht die Betriebseinnahmen versteuern, sondern du versteuerst deinen Gewinn. Und deswegen können wir eine ganze Reihe von Kosten absetzen. Wir sehen schon, da gibt es deutlich mehr Positionen. Vielleicht hier noch ein wichtiger Aspekt, weil da gibt es immer ganz viel Verunsicherung auch. Manchmal gibt es Kosten, die sind unglaublich schwer einer bestimmten Position zuzuordnen. Beispielsweise Gebühren für so eine Software. Sind das jetzt Gebühren? Sind das Beiträge? Sind das EDV-Kosten? Was ist, wenn das vielleicht auch alles so ein bisschen mit da drin ist? Und dann ist es wahnsinnig schwer, das vernünftig hier in das richtige Feld zuzuordnen. Ein wichtiger Hinweis aus der Praxis: Das interessiert das Finanzamt nahezu überhaupt gar nicht. Was du nicht machen solltest, ist, dass du das ständig hin und her wechselst. Das ist so ein bisschen wie in der Schule, wenn du eine Klausur geschrieben hast früher und du weißt, du hast etwas falsch gemacht, dann zieh diesen Fehler bitte konstant durch. Wenn du das jedes Mal versuchst, irgendwie anders zu schreiben, so ein Wort, dann ist das kein Wiederholungsfehler, sondern kriegst du jedes Mal einen neuen Fehler eingerechnet. So ein bisschen ist das bei einer Buchhaltung auch. Das heißt, wenn du dich entscheidest, dass eine bestimmte Ausgabe jetzt EDV-Kosten sind, dann schreib das auch die nächsten Monate und Jahre immer unter EDV-Kosten. Bitte wechsel das nicht jedes Jahr ab, weil was dadurch passiert ist, dass deine Zusammensetzung deiner Einnahmenüberschussrechnung immer hin und her springt. Also du hast nicht so konstante, gleichmäßige Zahlen und Ausgaben und das macht das Finanzamt vielleicht skeptisch. Wenn du da große Schwankungen in einzelnen Positionen hast, dann kann das durchaus sein, dass das Finanzamt hingeht und mal Rückfragen stellt. Wenn du dich aber dafür entscheidest, dass eine bestimmte Ausgabe eine bestimmte Kategorie ist und du das einfach immer beibehältst, natürlich sollte das irgendwie im Entferntesten auch Sinn ergeben, dann kriegst du da
in der Regel überhaupt gar keine Probleme. In den über 10 Jahren, die ich in der Steuerberatung bin, hat das ehrlicherweise noch keiner angemerkt, dass da irgendwo was in der falschen Kategorie stand. Und damit schauen wir uns mal die Ausgabenseite an. Die ist in ganz vielen Fällen tatsächlich auch ziemlich selbsterklärend. Einmal geht es um Waren, Roh- und Hilfsstoffe. Die haben wir uns eben schon angekauft. Das ist so der klassische Wareneinkauf oder die Rohstoffeinkauf, wenn du das Ganze denn weiterverarbeitest. Natürlich, wenn du im Dienstleistungsbereich bist, dann kaufst du weniger Waren oder Rohstoffe ein, sondern Fremdleistungen. Also du hast Leute, die für dich etwas tun. Beispielsweise baust du Webseiten für deine Kunden und du beauftragst einen Programmierer und einen Designer und alles Mögliche. Und das sind halt bezogene Fremdleistungen und die schreibst du hier rein. Auch hier schreibst du natürlich immer nur die Nettobeträge rein, weil die Umsatzsteuer, die taucht weiter unten auch noch einmal auf. Das heißt, auch bei den Ausgaben bitte immer nur die Nettobeträge reinschreiben. Außer du bist Kleinunternehmer. Das habe ich eben nicht gesagt. Natürlich, wenn du Kleinunternehmer bist, dann ist für dich Brutto gleich Netto gleich. Du ignorierst die Umsatzsteuer eigentlich nur. Deswegen schreibst du als Kleinunternehmer die Bruttobeträge rein, aber sonst bitte immer die Nettobeträge. Dann hast du unter Umständen keine Fremddienstleister, sondern eigenes Personal. Das heißt einfach Angestellte, Minijobber oder sozialversicherungspflichtige Angestellte. Und diese Kosten dafür schreibst du in dieses Feld rein und zwar auch alle Kosten. Also Gehälter, Löhne, aber auch die Sozialversicherungsbeiträge, die Lohnsteuer, die du für deine Mitarbeiter abführst und so weiter. All das sind für dich ja Kosten und zwar Kosten für dein eigenes Personal. Das heißt, das rechnest du alles zusammen und schreibst die Zahl hier rein. Der nächste Bereich, da geht es um AFA. AFA steht für Absetzung für Abnutzung und umgangssprachlich sagen wir Abschreibung. Abschreibung bedeutet, du hast Dinge gekauft, also im Anlagevermögen. Du hast Dinge gekauft, die du langfristig in deinem Unternehmen benutzen möchtest. Beispielsweise ein Smartphone, beispielsweise ein Auto und so weiter. Das heißt, es gibt Dinge, und die kannst du nicht an dem Tag der Anschaffung, also in dem Jahr der Anschaffung, sofort vollständig in die Kosten buchen. Du musst die Anschaffungskosten über mehrere Jahre verteilen. Also ein Auto beispielsweise musst du über 6 Jahre verteilen. Und wenn du ein Auto für 60.000 Euro kaufen solltest, dann musst du diese 60.000 Euro auf 6 Jahre aufteilen und kannst jedes Jahr nur 10.000 Euro an Kosten quasi berücksichtigen. Und das machst du hier. Das heißt, du schreibst hier die AFA für die unbeweglichen Wirtschaftsgüter rein. Also so unbeweglich ist beispielsweise ein Haus, sagt der Name ja quasi schon, Immobilie, dass das Ganze nicht mobil ist. Das heißt, hier stehen beispielsweise Gebäude. Denn immaterielle Wirtschaftsgüter, was können das sein? Irgendwelche Rechte, die du kaufst. Oder aber auch sowas wie eine Webseite ist auch ein immaterielles Wirtschaftsgut. Und wenn du das abschreiben musst, dann schreibst du das Ganze hier rein. Und am häufigsten ehrlicherweise Abschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter. Also beispielsweise Schreibtisch oder ein Smartphone oder dein Auto und so weiter. Das heißt, diese Dinger schreibst du hier rein. Ein wichtiger Hinweis hier an dieser Stelle, wenn du das Ganze bei Elster einträgst, dann gibt es noch eine andere Anlage für deine Steuererklärung und zwar die AVEUR. Also Anlage AVEUR. AV steht für Anlagevermögen. Die musst du, wenn du das hast, zusätzlich ausfüllen. Das heißt, dann reicht es nicht, dass du einfach nur die Zahlen in die Anlage EUR überträgst. In diesen Fällen musst du auch die Anlage AVEUR ausfüllen und ja, die Zahlen da jeweils eintragen. Es gibt allerdings auch Kosten, die sind so billig, dass du sie sofort absetzen kannst. Und zwar unter 800 Euro Anschaffungskosten netto. Dann darfst du die auch sofort in den Aufwand buchen. Das heißt, wenn du beispielsweise ein Smartphone kaufst und es hat weniger als 800 Euro gekauft, dann kannst du das in dem Jahr direkt absetzen. So ein ganz häufiges Beispiel ist auch so ein Staubsauger. So ein Staubsauger kostet, weiß nicht, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro. Und trotzdem benutzt man so einen Staubsauger ja meistens länger als nur ein Jahr. Aber er kostet halt relativ selten über 800 Euro. Das heißt, das wären dann beispielsweise Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter. Wenn der Staubsauger 100 Euro kostet, dann schreibst du hier 100 Euro rein. Und damit hast du auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter richtig erfasst. Und dann ganz wichtige Position, und zwar immer dann, wenn du Anlagevermögen verkaufst. Wir haben ja schon eine andere Position, und zwar hier oben die Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen. Gehen wir mal davon aus, ich habe ein Firmen-Kfz und ich verkaufe dieses Firmen-Kfz. Und in meiner Buchhaltung, habe ich es ja irgendwann mal gekauft und habe regelmäßig abgeschrieben, steht dieses Kfz jetzt aber noch mit 5.000 Euro drin. Das heißt, das ist aktuell der Buchwert von meinem Kfz. Aber der tatsächliche Marktpreis meines Autos ist ja höher, weil ich gehe natürlich gut mit dem Auto um. Deswegen kriege ich für dieses Auto 10.000 Euro. Das heißt, ich mache 10.000 Euro mit diesem Auto. Das heißt, ich schreibe hier rein,
10.000 Euro. Allerdings steht dieses Auto ja irgendwie in meinem Anlagevermögen drin. Das heißt, da stehen jetzt ja irgendwie 5.000 Euro und die muss ich auch raus aus meiner Buchhaltung bekommen. Und die nehme ich hier raus in Feld 45. Hier steht nämlich der Restbuchwert der ausgeschiedenen Anlagegüter. Und natürlich muss ich auch hier die Anlage AVEUR berücksichtigen. Bei einem Buchwert von 5.000 Euro für mein Auto schreibe ich hier 5.000 Euro rein. Und das macht jetzt natürlich einen Gewinn. Das heißt, ich habe einen Veräußerungsgewinn gemacht in Höhe von 5.000 Euro, weil ich für dieses Anlagegut rechne, 10.000 Euro minus 5.000 Euro. Hier oben fließen die 10.000 Euro rein und hier unten die 5.000 Euro. Macht in Summe einen Gewinn für diesen Verkauf von 5.000 Euro und darauf muss ich tatsächlich dann auch Steuern bezahlen. Natürlich kann das Ganze auch andersrum sein. Also der Restbuchwert könnte 10.000 Euro sein, ich habe aber nur 5.000 Euro dafür bekommen. Dann habe ich damit einen Verlust gemacht und der mindert sich in dem Beispiel dann natürlich auch steuermindernd aus. Die nächste Position sind Miete, Pacht für Geschäftsräume und betrieblich genutzte Grundstücke. Ich glaube, das ist auch relativ selbsterklärend, genauso wie die nächste Position, Aufwendungen für Telekommunikation, also Telefon, Internet und so weiter und auch Übernachtungs- und Reisekosten bei Geschäftsreisen des Steuerpflichtigen. Das heißt, wenn du irgendwie beruflich unterwegs bist, Übernachtungskosten im Hotel, Reisenebenkosten und so weiter, das schreibst du alles hier rein. Fortbildungskosten ohne Reisekosten. Das heißt, wenn du ein Seminar besucht hast, eine Konferenz besucht hast, vielleicht eine berufliche Weiterqualifizierung hast, dann schreibst du das Ganze hier rein. Ganz wichtiger Hinweis, bitte nur, wenn das eine Weiterberufsausbildung ist. Ich kriege das immer mal wieder mit, wenn Studenten schon selbstständig sind, dann wollen sie hier ihre Studiengebühren eintragen. Das geht nur, wenn du bereits eine abgeschlossene Erstausbildung hast. Also wenn du im Bachelorstudium bist und parallel selbstständig bist, dann kannst du hier leider nicht deine Studiengebühren und so weiter eintragen. Wenn du im Masterstudium bist, dann kannst du das allerdings tatsächlich hier schon eintragen. Also das Bachelorstudium gilt als abgeschlossene Berufsausbildung. Wenn du in einem Masterstudium bist und parallel schon selbstständig bist und so eine Anlage EÜR oder so eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, dann kannst du hier tatsächlich auch diese Kosten als Fortbildungskosten absetzen. Die Erstausbildung kannst du auch steuerlich absetzen, aber nicht im Rahmen deiner Buchhaltung, sondern in deiner Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe. Ja, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Das heißt, Fortbildungskosten kannst du natürlich auch als Betriebsausgabe absetzen. Und natürlich auch die Kosten für Rechts- und Steuerberatung und Buchführungskosten, also wenn du Buchhalter hast. Ich hoffe, mit meiner Erklärung und meinen Videos kann ich dazu führen, dass diese Position bei euch ein bisschen kleiner ist, weil ihr einfach euch mehr Fragen beantworten könnt und ihr nicht jedes Mal neu einen Steuerberater anrufen müsst, der euch dann eine hohe Rechnung stellt. Dann könnte es natürlich sein, dass ihr bestimmte Dinge mietet oder least. Und zwar ohne Kraftfahrzeuge. Das wird am häufigsten geleast, ehrlicherweise. Gemietet nicht ganz so häufig, gibt es aber auch. Das wird aber nicht hier eingetragen. Hier geht es um Miete, Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter ohne Kfz. Das ist zum Beispiel, kann man so Drucker leasen oder so. Das heißt, wenn du da solche Verträge hast, dann schreibst du den Betrag hier rein. Dann gibt es noch Erhaltungsaufwendungen, das heißt Instandhaltung, Wartung, Reparatur, ohne solche für Gebäude und Kraftfahrzeuge. Das heißt, hier geht es jetzt nicht um die Kfz-Werkstatt oder so, sondern hier geht es dann ja um Reparatur von anderen Dingen. Wir waren eben beim Drucker oder Kopierer, das beispielsweise. Und vielleicht hast du auch Beiträge, Gebühren, Abgaben und Versicherungen ohne Versicherung für Gebäude und Kraftfahrzeuge. Das heißt, die Kfz-Versicherung nicht, aber zum Beispiel so eine Vermögenshaftpflichtversicherung, irgendwelche Gebühren für die IHK beispielsweise, Beiträge zu so einem Berufsverband und sowas, das kannst du alles hier eintragen. Dann laufende EDV-Kosten, Beratung, Wartung, Reparatur. Das sind genauso die Abgrenzungsschwierigkeiten, die manchmal ein bisschen schwierig sind. Dann natürlich Arbeitsmittel, also Bürobedarf, Porto, Fachliteratur, Briefumschläge, und so weiter. Kosten für Abfallbeseitigung und Entsorgung. Auch das ist, glaube ich, selbsterklärend. Kosten für Verpackung und Transport. Auch hier wichtig, da geht es um Verpackung und Transport für Dinge, die du gekauft hast. Also nicht, wenn du etwas kaufst und da ist in der Rechnungsposition jetzt noch 20 Euro Transport ausgewiesen. Das würde ich hier immer ganz oben reinschreiben bei Waren, Rohstoffe einschließlich der Nebenkosten. Das heißt, wenn dir jemand etwas verkauft und du bekommst eine Rechnung über 500 Euro Wareneinkauf und in dieser 500 Euro Rechnung steht dann nochmal plus 30 Euro, plus 20 Euro Transport, dann sind das Nebenkosten von diesem Wareneinkauf. Hier unten geht es eher um Dinge, die du ausgibst. Also wenn du eine Spedition beauftragst, deine Waren, deine Produkte, was auch immer, an deinen Kunden zu liefern, dann kannst du das hier unten eintragen. Und natürlich darfst du als Selbstständiger auch Werbung machen. Das heißt Inserate, Werbespots, Plakate, Webseiten, Social-Media-Werbung. Du weißt, was Werbung ist. Dann gibt es noch Schuldzinsen zur Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Das heißt, wenn du selber Anlagevermögen produzierst, hier steht schon
das häusliche Arbeitszimmer gilt nicht. Aber natürlich kannst du selbst auch Anlagevermögen erschaffen. Du musst es nicht kaufen zwingen. Dann gibt es noch alle möglichen anderen Schuldzinsen. Das heißt, alle Zinsen, die hier nicht drinstehen, die packst du denn da rein. Und wir kommen zu den gezahlten Vorsteuerbeträgen. Wir waren hier oben ja schon einmal bei der vereinnahmten Umsatzsteuer. Das heißt, du schreibst hier überall die Nettobeträge rein und die Umsatzsteuer darauf, die schreibst du hier rein. Genau das gleiche gilt hier unten bei den Kosten. Hier schreibst du überall die Nettobeträge rein, aber du hast natürlich bei den meisten der Rechnungen, die du bekommst, auch irgendwie einen Teil der Umsatzsteuer und die zahlst du hier rein. Das heißt, das ist die Umsatzsteuer, die dir von deinem Vermieter, von deinem Lieferanten, von deinen Dienstleistern, von wem auch immer in Rechnung gestellt wurde. Diese ganzen Umsatzsteuerbeträge rechnest du zusammen und die schreibst du hier rein. Und wir hatten hier oben auch schon ein Feld, was passiert eigentlich, wenn das Finanzamt dir im Rahmen einer Umsatzsteuervoranmeldung Geld erstattet. Dann schreibst du den Betrag hier rein. Der deutlich häufigere Fall ist ja, dass du dem Finanzamt Umsatzsteuer zahlst, sonst würde das Umsatzsteuersystem für den Staat ja keinen Sinn ergeben. Und natürlich kannst du jetzt auch hier diese Zahlen hier eintragen. Das heißt, die Zahlungen im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldungen kannst du hier eintragen. Das ist das Geld, was du monatlich, quartalsweise dann an das Finanzamt überwiesen hast. Diese Beträge schreibst du hier rein. Und dann gibt es die Lieblingsposition von jedem Buchhalter, und zwar übrige Betriebsausgaben. Ist auch selbsterklärend. Alles, was nicht hier oben irgendwo irgendwie reinpasst, schreibst du unter übrige, unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben. Ich möchte dir nur einen kleinen Praxistipp geben. Wenn diese Position so unglaublich groß ist, ich habe so Einnahmenüberschussrechnungen gesehen, da sind so 80-90% der Kosten sind dann übriges. Das führt immer dazu, dass das Finanzamt skeptisch wird und eine Aufschlüsselung haben möchte, das erklärt haben möchte, Nachweise sehen möchte und so weiter. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass wenn du die Möglichkeit hast, deine Kosten irgendeiner Einzelkategorie zuzuordnen, dann solltest du das auch tun. Einfach nur, um die Diskussion mit dem Finanzamt zu vermeiden. Und nur, wenn irgendeine Kategorie gar keinen Sinn ergibt, dann schreibst du das hier unten bei 66 rein. Das heißt, sorge dafür, dass diese Position nicht zu groß wird. Weil erstens wird dadurch deine Einnahmeüberschussrechnung nicht besonders aussagefähig, wenn am Ende alles Sonstiges ist. Und ja, das Finanzamt fragt halt gerne nach. Und danach gibt es dann noch so ein paar zum Teil abziehbare Betriebsausgaben. Zum Beispiel Geschenke. Geschenke an Geschäftspartner darfst du von der Steuer absetzen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Auch dazu gibt es ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Das heißt, Geschenke, die du abziehen darfst, kannst du absetzen. Geschenke, die du nicht abziehen darfst, die kannst du hier natürlich eintragen, die kannst du aber steuerlich nicht absetzen. Warum gibt es dieses Feld trotzdem? Ja, für die Bank oder für den Vermieter ist das eigentlich relativ egal, ob du was steuerlich absetzen kannst. Die wollen wissen, wie viel Gewinn hast du eigentlich gemacht. Das heißt, denen ist der steuerpflichtige Gewinn nicht so wichtig, sondern denen ist der betriebswirtschaftliche Gewinn wichtiger. Und deswegen stehen hier beide Positionen, auch wenn etwas nicht abziehbar ist. Du siehst auch, das ist keine separate neue Nummer. Fürs Finanzamt sind natürlich nur die abziehbaren Kosten interessant, aber für Vermieter, Bank und so weiter halt auch die nicht abziehbaren. Das gleiche gilt für Bewirtungskosten. Bei Bewirtungskosten kannst du 30% nicht abziehen. Du kannst immer nur vom Nettobetrag 70% abziehen. Gleiche Begründung wie eben auch. Was du allerdings steuerlich abziehen kannst, und da könntest du tatsächlich überlegen, ob du, wenn du die Einnahmenüberschussrechnung für eine Bank oder einen Vermieter machst, ob du diese Position dann einfach rauslöschst. Kannst du ja machen. Einfach rauslöschen sind Verpflegungsmehraufwendungen. Verpflegungsmehraufwendungen sind nämlich Pauschalen, die du absetzen kannst für die Steuer, wenn du länger als 8 Stunden außer Haus bist. Das heißt, wenn du auf Geschäftsreise bist, dann kannst du gewisse Pauschalen absetzen von der Steuer und damit deine Steuerlast reduzieren. Auch dann, wenn du keine tatsächlichen Kosten hattest. Das heißt, diese Position ist quasi nur für das Finanzamt relevant, aber halt nicht für die Bank oder den Vermieter, weil da stecken ja keine tatsächlichen Kosten dahinter, sondern das ist einfach nur eine Pauschale. Ähnliches könnte sein bei Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer. Das ist ein unglaublich komplexes Thema, deswegen verweise ich auch da natürlich auf das vertiefende Video unten in der Videobeschreibung. Aber du kannst natürlich auch die Aufwendung für dein häusliches Arbeitszimmer hier absetzen. Das ist unter Umständen vielleicht die tatsächlichen Kosten, also die anteiligen Mietkosten oder Finanzierungskosten oder aber die Homeoffice-Pauschale, die du hier eintragen könntest. Dann noch die Leasingkosten. Wir haben hier oben ja schon irgendwo mal Leasingkosten eingetragen außer Kfz. Hier Miete, Leasing für bewegliche Wirtschaftsgüter. Hier unten geht es dann halt entsprechend um das Kfz. Also ehrlicherweise ist dieses Feld deutlich häufiger als das hier oben.
Das heißt, hier geht es einfach um Leasingkosten für dein Firmenfahrzeug. Dann Steuern, Versicherung und Maut. Auch hier geht es natürlich um Steuern, vor allen Dingen die Kfz-Steuer. Natürlich kannst du nicht deine Einkommensteuer hier als Betriebsausgabe absetzen, sondern hier geht es vor allen Dingen um Kfz-Kosten. Und dann gibt es natürlich noch weitere Reisekosten fürs Kfz, aber auch für Flugzeuge und so weiter. Dein eigenes Flugzeug? Nein, dein Ticket natürlich. Das heißt, sonstige tatsächliche Fahrtkosten ohne AFA und Zinsen. Also AFA, wir erinnern uns, ist Abschreibung. Das heißt Reparaturen, Wartung, Treibstoff, Kosten für Flugstrecken, also nicht Flugzeuge, die müssten ins Anlagevermögen, Kosten für öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Das heißt, diese Kosten kannst du alle hier eintragen. Und dann das Feld 84, Fahrtkosten für nicht zum Betriebsvermögen gehörende Fahrzeuge, Nutzungseinlage. Wir haben hier oben ja das Feld, die private Kfz-Nutzung. Das heißt, wenn du privat dein Kfz nutzt, was eigentlich dem Betrieb gehört. Das Ganze wäre ja theoretisch auch denkbar andersrum. Dein Betrieb hat gar kein Kfz, dein Betrieb braucht jetzt aber ein Kfz. Oder andersrum, du brauchst ein Kfz für deine Selbstständigkeit, du hast aber im Betriebsvermögen kein Kfz. Dann kannst du trotzdem mit deinem Privatwagen fahren oder mit dem Privatwagen von dem Ehepartner, dem Kind, der Mama, der Oma, dem Opa, wem auch immer. Das heißt, du kannst auch dein privates Kfz beruflich nutzen und dann kannst du tatsächlich Kosten dafür hier berücksichtigen. Das heißt, da schreibst du dann die Einlage und du berücksichtigst die damit dann natürlich als Kosten. Das heißt, du kannst dann da Kosten absetzen und damit Steuern sparen, wenn du quasi ein privates Kfz nutzt. Und dann gibt es ein relativ kompliziertes Thema. Das ist für dich immer relevant, wenn du nicht da arbeitest, wo du wohnst. Das heißt, wenn du irgendwo extern ein Büro hast oder eine Arbeitsstätte hast, dann hast du ja Fahrten zwischen Wohnung und der Arbeit. Und du hast da natürlich tatsächliche Kosten. Du darfst aber als Betriebsausgabe immer nur die Kosten absetzen, die quasi jeder absetzen darf. Das ist die sogenannte Pendlerpauschale oder richtiger gesagt die Entfernungspauschale. Das sind 30 Cent pro Kilometer für die ersten 20 Kilometer und ab dem 21. Kilometer sind es dann 38 Cent. Da geht es aber, wie der Name schon sagt, nur um die Entfernung und nicht die tatsächlichen Kosten. Und das Ganze trägst du hier ein. Wichtig, absetzbar ist nur das, zumindest in den allermeisten Fällen nur das. Auch dazu gibt es vertiefende Videos. Du findest sie unten in der Videobeschreibung. Und das alles zusammen sind dann deine Betriebsausgaben. Und wenn du jetzt deine gesamten Betriebseinnahmen rechnest, deine gesamten Betriebsausgaben davon abziehst, dann hast du einen Gewinn bzw. einen Verlust. Und der steht hier unten. Und ich hoffe für dich, dass der möglichst groß ist. Das bedeutet natürlich, dass deine Steuerlast dann auch höher ist, aber lieber einen hohen Gewinn und hohe Steuerlast als ein niedriger Gewinn und eine niedrigere Steuerlast, finde ich. Und dann möchte ich nochmal zwei Sätze sagen zu den beiden Feldern da unten. Die sorgen halt regelmäßig für Verwirrung. Das kannst du ehrlicherweise weglassen, wenn du das Ganze machst für einen Vermieter, für Bank und so weiter. Für das Finanzamt brauchst du diese Angaben aber, denn da gibt es auch zwei Felder, einmal 125 und 126. Da musst du aufführen, wie viel du quasi dem Betrieb entnommen hast, also einschließlich Sach-, Leistungs- und Nutzungsentnahmen. Natürlich, das meiste wird Geld sein und wie viel Geld du reingelegt hast, muss angegeben werden. Relativ einfach ist das Ganze, wenn du ein separates Geschäftskonto hast. Denn da schaust du einfach, wie viel Geld du im Laufe des Jahres reingepackt hast und wie viel du rausgenommen hast. Und dann rechnest du dazu einfach die Dinge, die du hier oben schon eingetragen hast. Also die private Kfz-Nutzung ist eine Leistungsentnahme. Das hier ist eine Leistungsentnahme. Das hier unten ist beispielsweise eine Leistungseinlage. Das heißt, du betrachtest einfach die Geldbeträge und addierst jeweils die Leistungseinlagen und Entnahmen. Und so ergeben sich dann diese Zahlen. Wenn du kein separates Geschäftskonto hast, dann wird das Ganze leider ein wenig komplizierter. Dann gilt nämlich jeder Umsatz, den du hier oben gemacht hast, als Entnahme. Das heißt, dann gilt ein Umsatz, den du machst, als Entnahme, sobald er quasi auf deinem Konto ankommt. Das heißt, dann rechnest du das oben hier alles zusammen und das alles ist deine Entnahme. Und das Gleiche machst du dann auf der anderen Seite. Weil wenn du nur ein Konto hast, zahlst du auch alle Betriebsausgaben von deinem Konto. Das heißt, wenn du dann beispielsweise eine Rechnung bekommst für eine Fremdleistung, dann gilt diese Rechnung zum Zeitpunkt der Überweisung als Einlage in deine Selbstständigkeit. Wenn du nur ein Konto hast, dann musst du hier ein bisschen mehr Arbeit reinstecken.
Deswegen und ehrlicherweise auch aus ein paar anderen Gründen empfehle ich dir, dass du ein separates Geschäftskonto hast, auch wenn es dafür keine gesetzliche Pflicht gibt. Warum ich glaube, dass das eine gute Idee ist, auch dazu habe ich mich schon einmal ausgelassen in einem Video. Auch dieses Video findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Und wenn wir schon über Geschäftskonten sprechen, dann solltest du dir unbedingt das Contist-Geschäftskonto anschauen. Das ist mit Abstand das beste Geschäftskonto, was du finden kannst. Meine Meinung. Alle Informationen zu dem Geschäftskonto findest du unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und damit sind wir am Ende der Einnahmenüberschussrechnung. Wie gesagt, diese Vorlage findest du unten in der Videobeschreibung. Die ist kostenlos. Lade es dir einfach runter, duplizier das, schreib deine ganzen Zahlen rein. Du kannst das Ganze halt auch unterjährig machen, indem du hier das jeweils in die Monate einträgst und dann addiert sich das Ganze. Und ja, dann kannst du damit tun und lassen, was du möchtest. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video, mit meinen Erklärungen und mit dieser Vorlage weiterhelfen konnte und du jetzt deine Buchhaltung etwas besser im Griff hast. Wenn du dir jetzt allerdings denkst, Buchhaltung, ja, schön und gut, Vorlage auch okay, aber ganz ehrlich, Buchhaltung ist etwas, das sollte jemand tun, der davon Ahnung hat und nicht ich, dann würde ich dir dringend raten, such dir doch jemanden, der davon Ahnung hat, damit du es nicht mehr tun musst. Und ich habe da auch ein paar Empfehlungen, die dir weiterhelfen könnten. Diese Empfehlungen findest du einmal hier verlinkt, aber du kannst natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal genießen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.